Willkommen bei Videowissen. Unser heutiger Beitrag ist die Fragerunde zum Vortrag von Hartmut Zohm über die neuesten Entwicklungen der Kernfusion. Viel Spaß. Also die Frage ist, wie man sozusagen den Brennstoff nachfüllt und aber auch die Asche, das Helium, rauskriegt. Es ist so, da kommt nicht nur Energie raus, sondern kommen auch Teilchen raus. Das heißt, es gibt ständig einen Strom von Teilchen aus dem Plasma raus. Da ist auch Helium dabei. Was in den Diverter unten reingeht, wird unten neutralisiert und kann dann abgepumpt werden. Und wir füllen neuen Brennstoff in Form entweder von Gas oder von kleinen gefrorenen Pellets nach. Also es gibt einen kontinuierlichen Austausch, sozusagen. Sie füllen neuen Brennstoff ein und sie pumpen unten die Asche dabei ab. Die Frage ist sozusagen Größe. Wie groß muss es sein zur Zündung? Größe ist nicht nur geometrische Größe. Es ist eine Kombination aus geometrischer Größe, also Meter, und Magnetfeld. Stellen Sie sich das so vor, die Teilchen gerieren ums Magnetfeld, hier haben wir unseren Plasmaradius, die Teilchen gerieren ums Magnetfeld und da passen von mir aus der Larmorad, also der Gyrationsradius hat eine bestimmte Größe, da passen 100 so Larmoradien rein. Ich könnte ja sagen, ich messe die Maschinengröße nicht in Metern, sondern wie viel von den gerierenden Teilchen nebeneinander reinpassen. Wenn Sie das Magnetfeld doppelt so groß machen, ist der Radius halb so groß, dann kriegen Sie die gleiche Zahl von Larmoradien auf die Hälfte der geometrischen Größe. Deshalb ist es sozusagen, und es zählt am Schluss, wie viele von den Larmoradien Sie drin haben, nicht ob das ein Meter ist oder 50 Zentimeter. Das heißt, in dem Maß, in dem Sie das Magnetfeld höher und höher drehen können, können Sie die Maschine kompakter und kompakter machen. Problem: Wenn Sie die Magnetfelder höher machen, werden die Spulen, die Kräfte, die elektromechanischen oder elektromagnetischen Kräfte auf die Spulen größer und irgendwann werden die so groß, dass Sie das Magnetfeld nicht beliebig hoch machen können. Aber zunächst mal kompakter heißt höheres Magnetfeld, dann können Sie das Ganze schrumpfen dabei. Also vielen Dank für die Frage. Die Frage war, dass wir, wie die Energie rauskommt, denn die geht ja nicht nur über die geladenen Teilchen in den Diverter, sondern vielleicht auch in die Wand. Also die Neutronen sind 4/5. Aus der Deuterium-Tritium-Reaktion kommt ein Helium und ein Neutron raus. Die teilen sich nach Impuls- und Energieerhaltung auf im Verhältnis 1:4. Das heißt, 1/5 geht über die Alpha-Teilchen. Das kommt nicht raus, sondern heizt das Plasma weiter und kommt dann da unten an oder wir strahlen es ab. 4/5 kommen in Neutronen und gehen in die Wand und werden in der Wand abgebremst und die Wand ist wassergekühlt oder heliumgekühlt, hoffentlich mal in Zukunft, und macht das Kühlmittel heiß dabei. Aber es ist tatsächlich so, und das ist gut so, wenn wir nämlich 100% davon längs der Magnetfeldlinien verlieren würden oder rausgehen würde, dann hätten wir dieses Problem, was ich gezeigt habe, mit der hohen Wärmelast in Faktor 5 höher. Das muss nicht so sein. Also die Zukunft von Wendelstein 7x ist die Frage. Also ich habe es gezeigt, wir haben es aufgebaut, wir haben es in Betrieb genommen, es funktioniert, wir haben die Dauerstricheigenschaft gezeigt. Das hier sind sehr schöne Ergebnisse, aber eigentlich kann der Wendelstein 7x mehr. Und dazu brauchen wir zwei Sachen. Wir brauchen mehr Heizleistung. Wir haben, um nicht alle Ihre Steuergelder auf einmal auszugeben, nicht die komplette Heizleistung installiert, sondern wir wollen noch einen Faktor 3 oder 2 bis 3 hochgehen in der Heizleistung. Da läuft gerade ein Programm zu. Das andere ist, dass man lernt, dass man die Magnetfeldkonfiguration so optimieren kann, dass die Temperaturen im Zentrum nochmal raufgehen. Also es gibt Betriebszustände im W7, es ist halt ein neues Experiment. Es gibt Betriebszustände, da wundert man sich, warum die Temperatur nicht höher ist. Und es gibt andere Zustände, wo die Temperatur erstaunlich hoch ist. Dann macht man Experimente dazu, versucht Systematik rauszufinden, woran liegt das. Hat man Theoretiker, die das auch rechnen können, wie die Eigenschaften der Turbulenz sind. Und dann kommt eine Strategie raus, die man aber erst im Wechselspiel zwischen Experiment und Theorie lernt, wie man den Einschluss optimiert. Und das ist eigentlich, steht hier unten, auch die nächsten Kampagnen sind ganz klar auf die Optimierung von den Plasmen ausgerichtet. Und dazu natürlich die höhere Heizleistung, die man noch braucht. Die Frage ist, ob man Tokamak und Stellarator kombinieren kann, indem man einen Teil der Verschraubung mit den Spulen extern macht und einen anderen Teil mit dem Plasmastrom. Ja, lief unter dem Namen Hybrid, also sozusagen Hybrid zwischen Stellarator und Tokamak, hat sich gezeigt, dass also es gibt immer das schöne Best of both Worlds sozusagen zu kombinieren und das war Worst of both Worlds, weil es erbt die nicht stationären Eigenschaften und die zusätzliche freie Energie von dem Plasmastrom, die zu Instabilitäten führt, was nicht gut ist dabei.
Und andererseits kriegt es diesen Transport, den wir mühsam beim Stellarator optimiert haben, den haben wir jetzt nicht mehr unter Kontrolle, weil wir den Strom da drin haben. Also lieber macht man einen richtigen, und es kommt noch dazu, der Hybrid-Stellarator, wenn Sie ihn von außen angucken, sieht er aus wie ein Stellarator und nicht wie ein Tokamak. Das heißt, der ist voll komplex 3D. Man würde ja hoffen, wenn man nur so ein bisschen macht, dass es auch nur so ein bisschen 3D wird und man dann mit planaren Spulen hinkommt und so. Nee, das ist sofort so was, wo man dann alles gewunden hat da drin. Und das haben wir relativ viel in den 90ern oder so relativ viel untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, lieber bleiben wir bei dem W7-Konzept. Die Frage ist, wie man das Lithium 6 gewinnt. Das Lithium 6 ist nur zu 10% drin, ungefähr in dem Lithium, wenn ich es richtig weiß. Und man braucht eine deutlich stärkere Anreicherung. In der Tat sind die Prozesse dazu nicht sehr gut entwickelt. Also es ist in der Tat so, das Quecksilber im Spiel ist zum Beispiel, was man gar nicht haben will. Und deshalb sind jetzt, das ist so ein typisches Ding, in der Forschung, also unsere Plasmaphysik hat niemand gesagt, lass uns doch mal den Lithium-6-Anreicherungsprozess überdenken. Wir sehen jetzt gerade, dass Industrie da drin einsteigt. Also zum Beispiel gibt es eine Firma in Japan, die Zulieferfirma werden will, die hat sich auf die Fahnen geschrieben, diesen Prozess zu nehmen, aufzuarbeiten und was Besseres zu machen. Das ist auch der Grund, dass ich Ihnen nicht sagen kann, wie die es machen wollen, weil sobald es industriell gemacht wird, sagen sie, das erzählen wir euch, wenn es fertig ist und ihr könnt es dann von uns kaufen. Aber Sie haben recht, das ist was, was man untersuchen muss, wo man weiter dran forschen muss, ist aber inzwischen auf dem Radar. Das gehört zu dem, was ich Ökosystem oder Supply Chain genannt habe. Das haben wir früher nicht auf dem Radar gehabt, jetzt das zu entwickeln. Die Frage war, aus welchem Material die Hochtemperatur-Supraleiter gemacht sind, ob es da um Keramiken geht oder metallische Supraleiter. Das ist also, der W7X ist Niob-Titan, dann gibt es ein Niob-3-Zinn, das sind aber die Keramikbasis, diese Spark-Geschichte, die ich Ihnen gezeigt habe, das sind solche. Da gibt es den berühmten YPCO, den Sie wahrscheinlich, Yttrium-Barium-Cuprat, und diese Magneten hier oben, die sind jetzt auf dieser Basis. Das heißt, da haben Sie so ein, Sie können das Yttrium ersetzen durch was anderes, dann ist Rare Earth Barium Cuprat Repco. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess, weil das ein ganz sprödes, wie Sie sagen, ganz sprödes Material ist, das in so Folien und Bänder eingebracht wird dabei, die dem Ding Struktur geben und die dafür sorgen, dass man das Ganze auch verdrehen und verdrillen kann und dass es nicht gleich bricht. Und das ist auch der Grund, warum Industrie eingestiegen ist und gesagt hat, wir geben ganz viel Geld für dieses CFS, Commonwealth Fusion Systems, das eine MIT-Ausgründung ist. Das ist nicht nur, dass die Leute einen Fusionsreaktor haben wollen, sondern die sind sozusagen an der Spitze der Forschung, solche Hochtemperatur-Supraleiter zur industriellen Anwendung zu bringen. Also vor 5 Jahren, wenn Sie gesagt hätten, ich will eine Hochtemperatur-Supraleiter-Spule bauen, die 20 Tesla kann, haben die Leute den Kopf geschüttelt und gesagt, das wird nie klappen. Hier ist das erste Ergebnis davon. Haben auch schon 2 kaputt gemacht, aber das gehört sozusagen dazu. Aber die sind auf diesem Weg und die entwickeln das. Ist vor allem die Menge. Also die Frage ist nochmal sozusagen, welche Ressourcen braucht man dafür? Ist das ressourcenschonend? Nichts ist 100% ressourcenschonend, aber die Mengen sind, also im Vergleich zu Autos oder Autobatterien oder so, da reden wir über ganz andere Größenordnung. Sie müssen denken, Deutschland hat, wie viele Kernkraftwerke hat Deutschland gehabt? 10 oder sowas? Wie viel hat Frankreich? 20 vielleicht oder so? Das ist es dann für die gesamte Energieversorgung dafür. Das ist relativ klein gegenüber dem, was wir im Individualverkehr umsetzen. Also Sie setzen relativ wenig Material ein für eine Anlage, die ein Gigawatt großes Kraftwerk macht. Also das Kraftwerk wird von der Größenordnung wie so ein Block Atomkraftwerk sein. Also bei vielen Dingen ist es nicht so arg tatsächlich die Verknappung von Rohstoffen dabei, dass sie irgendwas aufbrauchen und dass das nicht mehr zur Verfügung stehen würde dabei. Das Problem ist mehr sozusagen, wenn Sie das effizient einsetzen wollen, müssen Sie es anständig recyceln. Also Sie möchten aus einem Ding das nächste bauen dabei. Und ich habe das ja gesagt, es wird auch die Struktur aktiviert. Das ist ganz anders, also radioaktiv, das ist ganz anders als bei der Spaltung, weil es keine langlebigen Produkte gibt. Also diesen High-Level-Waste, den Sie irgendwie entlagern müssen, den gibt es dabei nicht. Aber Sie haben durchaus auch Dinge, die Sie erst abklingen lassen müssen und dann danach wieder recyceln. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, also sozusagen die Lösung, bei der man die Umwelt nicht belastet und wo man sozusagen kein Problem schafft, wenn man Energie haben will, die gibt es nicht. Die ist also tatsächlich bei allem dabei und man muss das gegeneinander abwägen. Aber hier ist halt sozusagen, die Sicherheitseigenschaften sind sehr gut und diese
was man das Vermächtnis sozusagen, was man den nächsten Generationen hinterlässt, ist gering. Also nicht so wie bei der Spaltung. Die Frage ist, wie lange das ungefähr noch dauern wird. Sie sehen, dass die Leute, die diese Roadmap gemacht haben, so schlau waren, keine Zeiten dran zu schreiben. Und das liegt vor allem daran, also zunächst mal, es wurde gerade gesagt, es sind ja immer 50 Jahre. Das ist jetzt ein guter Vorwurf, weil es sind keine 50 Jahre mehr, es waren dann mal 30 Jahre und jetzt sind es 20 Jahre. Aber ganz wichtig, 20 Jahre ab dem Tag, an dem er groß anfängt, industriell sich mit dem Demo zu beschäftigen. Also heute sagen 20 Jahre und dann passiert nichts. Wir haben das manchmal, da kommen Politiker und dann sagt man, das Schnellste, was geht, ist 20 Jahre. Und dann kommen die nach 5 Jahren wieder und sagen, jetzt sind 5 Jahre rum, was ist denn jetzt los? Sind es jetzt noch 15 Jahre? Und dann ist die richtige Antwort eigentlich, na, sie haben ja nichts getan, es sind immer noch 20 Jahre. Also es ist ein Wechselspiel dazwischen. 20 Jahre ist, denke ich, was immer noch sehr sportlich ist, aber wenn man wirklich sozusagen diesen großen Aufwand betreiben würde, wahrscheinlich geht alles, was schneller ist als das, kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Prinzipiell meine ich, dass es möglich ist. Also, die Plasmaphysik, was meins ist und diese Geschichte bei ITER, da bin ich sehr sicher, dass das funktionieren wird, soweit, dass man sieht, dass man so einen brennenden Plasmazustand erreichen kann. Das hat jetzt auch das JET-Experiment gezeigt. Ich meine, da hat man wirklich genommen, was wir wissen, zusammengebaut und gesagt, die Computercodes haben ausgerechnet, wie diese Zeitspuren aussehen sollten und dann macht man das Experiment und es liegt im Wesentlichen da drauf. Also da, denke ich, sind wir im Verständnis sehr viel weitergekommen. Ob das komplexe Ding am Schluss so läuft, dass man es zusammenbaut und 100 Stück davon baut und die schnurren 365 Tage im Jahr vor sich hin, das wird die Zeit zeigen müssen dabei. Es ist eine Alternative und es ist eine sehr wichtige Alternative, weil das halt eine ist, die kein CO2 erzeugt und keine fossilen Rohstoffe braucht und komplementär ist zu den regenerativen und deshalb muss man es untersuchen. Aber sozusagen den zu sagen, ob jetzt in 20 oder wie viele Jahre es wären, das Ding so läuft, dass alle Leute sagen, das ist super und das ist das, was die Industrie jetzt baut oder nicht, das muss man sehen. Wir machen den Schritt gerade aus der Grundlagenforschung raus, würde ich sagen, zu was, wo man sagt, wir sehen die Anwendung dafür kommen, wenn jetzt die Industrie mitzieht. Die Frage war, ob es schon einen Standort für den Demo gibt. Also erstmal erwarten wir, dass es mehr als ein Demo geben wird, weil nämlich die 7 ITER-Partner nicht wieder sagen, lasst uns zusammen ein Demo bauen. Die Chinesen haben schon Pläne für sowas wie ein Demo und haben auch schon einen Standort dafür. UK auch, seitdem sie nicht mehr in der Europäischen Union sind. Die gehen relativ stark vorwärts, haben auch einen Standort, ehemaliges Kohlekraftwerk. Das sind immer so größere, sozusagen mit Infrastruktur da und größere Anlagen dabei. Wenn das Europa machen will, würde die Diskussion irgendwann losgehen. Dafür haben wir aber noch nicht gemacht. Gute Frage. Die Frage ist, ob die W7X-Struktur, also die Stellaratorstruktur, die ich gezeigt habe für W7X, ob die einzig mögliche ist. Die Antwort ist nein. Der Raum in diesem zweidimensionalen, in dem sozusagen axisymmetrischen, besser gesagt, Raum vom Tokamak, haben wir über Jahre gelernt, wie man das optimiert und wie diese D-Form von dem Plasma ist wirklich sozusagen, hat man auch gesehen, in praktisch all diesen Plasmen. Das ist das Beste, was man machen kann. Beim Stellarator gibt es großen Freiheitsgrad. Es gibt verschiedene Optimierungskriterien dafür. Man muss halt, wenn man jetzt nur eine Geschichte optimieren würde, gibt es sicher immer eine optimale Lösung. Aber man muss den Energieeinschluss, man muss die Asche rauskriegen, über was wir vorher geredet haben. Man muss gucken, dass es gegen Instabilitäten bei hohem Druck gefeit ist. Und wenn man die Dinge zusammentut, dann sind die nicht immer alle in die gleiche Richtung der Optimierung. Das heißt, der Optimierer, also das Programm, das man dann nimmt, muss abwägen zwischen verschiedenen Kriterien und versuchen, die beste Lösung dafür herauszufinden. Und dafür ist für die Kriterien, die wir beim W7X aufgestellt haben, diese Form rausgekommen und es funktioniert auch so. Heute würden wir zum Beispiel sagen, hätten wir damals gewusst, vor 20 Jahren, dass die Turbulenz so eine entscheidende Rolle spielt, hätten wir wahrscheinlich noch eingebaut, dass man die Turbulenz, die wir damals gar nicht gekannt haben, so, dass man die Turbulenz auch noch optimiert. Und dann könnte es anders aussehen. Die generellen Prinzipien sind klar, sozusagen, was da für Symmetrien drin sind. Aber wie es genau ausgeführt ist, ist auch ein Markt, in Anführungszeichen, der ganz stark beackert wird im Augenblick, weil es halt die Möglichkeit gibt, auch mit mehr Computer, mehr Theorie, gibt die Möglichkeit, auch mehr zu optimieren dabei. Und es gibt ganz tolle Konfigurationen, da wird man sicher noch sehen, was dabei rauskommt. Die Frage ist nach dem, gibt es ein Optimum zwischen das Verhältnis von kleinen und großen Radius? Ist ein Fahrradreifen besser, also ein Fahrradschlauch oder lieber ein Donut?
Gibt es nicht. Die Antwort ist so ein bisschen wie die andere Frage auf die Optimierung. Unterschiedliche Kriterien verhalten sich unterschiedlich bei der Optimierung. Also sprich, wenn ich die Teilchen haben die Tendenz, aus der Kurve zu fliegen und wegzudriften, da würde ich einen Fahrradschlauch nehmen, möglichst großen Zern oder was, möglichst großen Durchmesser dabei, kaum Krümmung dabei und dann sind diese Effekte weg davon. Wenn ich mir das Stabilitätslimit angucke, also wie ist die Stabilität gegenüber den Druck, wenn ich den Druck immer höher mache, irgendwann sozusagen fängt der Druck an, das auseinanderzutreiben, dann wäre das Ding am liebsten eine Kugel. Und deshalb macht man ein ganz kleines Aspektverhältnis. Und die Dinger muss man auch gegeneinander optimieren und abwägen. Und dazu kommt noch, man will auch die Kosten so halten, dass man das ganze Ding noch bezahlen kann. Und das ist auch wieder sozusagen, wenn Sie es zu groß machen dabei, das ist auch noch ein Kriterium. Also es ist, viele von diesen Dingen sind halt multidimensionale Optimierung und nicht einfach nur in eine Richtung. Sonst gäbe es bei vielen diesen von da die Forschung nicht, sondern da gäbe es einfach die Antwort. Da nimmt man ein Gleichungssystem, optimiert das, da kommt eine Lösung raus, das ist die beste Punkt. Aber das ist immer nur die beste für ein oder zwei oder drei Kriterien. Und wenn ich viele Kriterien habe, muss ich anfangen, die Kriterien zu gewichten und zu sehen, wie ich die gegeneinander abwäge. Die Frage ist nach den Kosten der Elektrizität. Was man schon mal sagen kann, ist, dass die Kosten die Hauptkosten sind der Bau der Anlage und nicht so stark der Betrieb davon. Wie gesagt, 50 Kilogramm Brennstoff pro Gigawattjahr, das ist nicht viel. Der Bau davon, es ist viel Hightech drin, der wird teuer sein. Das heißt, typisch so eine Anlage, die man baut und am Anfang viel Geld reinsteckt und dann sehr lang laufen lassen will. Es ist in der Tat so, je nachdem, wie man diese Abschätzung macht. Also ich kenne Papiere, da ist es billiger als alles, was man kennt, wo die Leute da argumentiert haben, und andere, wo es dreimal so teuer ist. Ich glaube, das muss die Zeit zeigen. Und auch der größte Faktor ist vielleicht, wenn man versucht zusammenzurechnen, was ITER gekostet hat und sagt, billiger als ITER kann es ja nicht werden, dann ist es ziemlich teuer. Aber bei ITER ist jede Komponente ein Unikat. Und eigentlich ist es ja so, dass man mal, wenn man nicht mehr Physiker ist und bastelt, sondern so ein Ding in Serie bauen will, dass man es einmal entwickelt, baut und dann baut man eins nach dem anderen davon und dann gehen die Kosten ganz drastisch runter. Und das ist eigentlich der Faktor, wo man sehen muss, und da sind auch die Ingenieure und Industrie gefragt, wie einfach kann man es denn machen, wie modular kann man es machen, sodass man es immer wieder bauen kann dabei und auch die Teile für was anderes verwenden. Und da ist eigentlich ein großer Faktor drin. Deshalb ist es so ein bisschen, da von den jetzigen Kosten von so einem Experiment auszugehen, das hinkt, da kommt man nicht so weit. Die Frage ist nach der Plasmaheizung, wie kriegt man das Plasma überhaupt auf die hohen Temperaturen? In der Tat ist Mikrowellenheizung im Stellarator die Hauptheizung, also sozusagen da wird fast nur Mikrowellenheizung benutzt. In den anderen Experimenten gibt es noch, in dem Tokamak gibt es eine Mischung von verschiedenen Dingen, aber Mikrowellen setzen sich durch. Und zwar deshalb, ich habe ja gesagt, dass die Teilchen auf so einer Schraubenbahn ums Magnetfeld rumlaufen. Mikrowellen im richtigen Frequenzbereich kann man so einstrahlen, zirkular polarisiert, dass der E-Feldvektor der Mikrowelle sich im Gleichtakt mit den gerührenden Teilchen dreht und das Teilchen praktisch ein stationäres E-Feld sieht, was es die ganze Zeit über beschleunigt. Das heißt Elektron-Zyklotron-Resonanz, das ist sozusagen, wenn man es mit dem Magnetfeld ausrechnet, 28 Gigahertz pro Tesla oder sowas. Und wenn man diese Mikrowellenquellen hat, dann kann man die Elektronen ganz gezielt damit heizen. Und es geht auch ganz toll, weil das ist ein Strahl, schon ein Mikrowellenstrahl, der wie ein Laserstrahl geht, also sozusagen so ein gebündelter Strahl, den man von weit weg erzeugt und mit dem Spiegel einkoppeln kann und ins Plasma reinschießt. Da braucht man keine großen Öffnungen und keine komplexen Anlagen. Die Anlagen stehen alle ein ganzes Stück weiter weg davon. Das setzt sich durch so langsam.